Liebe Freundinnen und Freunde, als deutsche Amerikanerin mit Doppelpass dürfte ich mit Schrecken die politischen Ereignisse in Deutschland und in den USA beobachten in den letzten Jahren. Ich dürfte mit Doppelpass zweimal wählen und zweimal heulen. Und wie ihr schon wisst, kein US-Präsident hat jemals solche erschreckende Energie- und Umweltpolitik gemacht als Donald Trump. Er hat als fester Bestandteil seines Politikprogramms eine Rückkehr zur Braunkohle, eine Ausbreitung von Fracking und die Zerstörung aller bisherigen Umweltregulationen. Und wir sehen die Wirkungen seiner katastrophalen Politik. Und in den USA ist es besonders schlimm. Ganze Stadtteile und Kommunen sind ohne sauberes Trinkwasser. Häuser sind von Erdbeben bedroht und Giftstoff verseucht Ackerland und Gärten. Und deswegen bin ich sehr froh zu sagen, dass mein Antrag wurde umgewandelt und ist jetzt ein Teil von unserem Europa-Programm, dieser Anti-Fracking-Antrag. Wir müssten internationale Solidarität zeigen. Und es gibt genug Gründe, dieses Flüssiggas aus Fracking gewonnene Flüssiggas nicht zu importieren. Der Transport von Flüssiggas verursacht CO2-Emissionen. Und außerdem gibt es keinerlei Mangel an Gas innerhalb der EU. Wir dürfen nicht vergessen, dass Umweltschutz und Menschenrechte zusammengehören. Und sauberes Trinkwasser ist ein Menschenrecht. Also, wir halten zusammen und wir sagen, lass diese orangefarbene Umweltkatastrophe an zwei Beinen Donald Trump an alte Technologien wie Fracking und Braunkohle festhalten. Die Zeit ist jetzt, Energiewende zu schaffen und wir schauen nach vorne. Deswegen brauchen wir Energiewende und wir sagen Nein zu Fracking. In Deutschland, in Europa und auf diesem gesamten Planet. Danke, meine liebe Freundinnen und Freunde. Und danke an die Antragskommission und alle die Leute, die hier so hart gearbeitet haben. Danke. Danke. Jetzt